Alle Bewegungsabläufe, wie etwa beim Fahrradfahren, müssen wir erst einmal lernen. Egal, ob einfaches Geradeausfahren oder schwierige Kunststücke. Was passiert an den Nervenzellen, wenn wir etwas lernen? Wir machen eine Reise in das komplexeste Organ des menschlichen Körpers, in unser Gehirn. 100 Milliarden Nervenzellen, auch Neurone genannt, kommunizieren miteinander. Das sind etwa so viele Zellen, wie es Sterne in der Milchstraße gibt. Ein Neuron besteht aus einem Zellkörper und meist vielen Fortsätzen, den Dendriten. Außerdem haben sie einen längeren Fortsatz, das Axon. Die Dendriten nehmen elektrische Reize auf und leiten sie zum Zellkörper. Von dort werden sie über das Axon zu anderen Nervenzellen gesendet. Die Übertragung von einer Zelle zur nächsten erfolgt an den Synapsen. Hier wird der elektrische Impuls in einen chemischen übersetzt. Dann strömen Calcium-Ionen in die Präsynapse hinein. Winzige Bläschen, die Vesikel, setzen nun Botenstoffe wie zum Beispiel Glutamat frei, hier rot. Sie strömen über den synaptischen Spalt zur Postsynapse. Dort binden sie an Glutamatrezeptoren. Die Folge? Natrium strömt in die nächste Zelle. Dieser Impuls gelangt zunächst zum Zellkörper und von dort durch das Axon zur nächsten Synapse. Und von dieser wieder weiter zur nächsten. Wenn wir etwas üben, entsteht ein Prozess, den man Langzeitpotenzierung oder kurz LTP nennt. Ein und dieselbe Kontaktstelle zwischen zwei Nervenzellen wird dann wiederholt aktiviert. Und das passiert so. Normalerweise wird an den Synapsen nicht jeder einlaufende Impuls an die nächste Zelle weitergegeben. Wenn man etwas übt, wird die Frequenz erhöht. Immer mehr Impulse laufen über die Synapsen. Nach einer Weile stellt sich LTP, also die Langzeitpotenzierung, ein. Jetzt werden mehr einlaufende Reize an die nächste Zelle weitergegeben. Die Impulse werden also besser übertragen. Außerdem reagiert die Postsynapse stärker. Eine wichtige Rolle bei dieser Verstärkung spielen die Rezeptoren. Und zwar in ihrer Anzahl und in ihrer Art. Die AMPA-Rezeptoren. Sie sind eine von zwei Sorten von Glutamatempfängern in der postsynaptischen Membran. Durch sie strömen Natriumionen in die Zelle. So entsteht in der Empfängerzelle ein neuer Impuls. Der zweite Typ, die NMDA-Rezeptoren. Erst wenn sich die Frequenz erhöht und die AMPA-Rezeptoren gleichzeitig geöffnet sind, lassen sie Natrium und auch Calcium in die Zelle strömen. Der Impuls in der nächsten Zelle wird dadurch größer. Darüber hinaus können bei intensivem Üben oder Lernen neue AMPA-Rezeptoren hergestellt werden. Diese wandern dann zur postsynaptischen Membran und sorgen dafür, dass die nächste Zelle nochmals stärker auf einen Impuls reagiert. Die Folge? Die Impulse werden besser übertragen und lösen eine stärkere Antwort aus. Lernen findet also an den Synapsen statt und bewirkt, dass Impulse effizienter von einer Zelle zur nächsten übermittelt werden.